Vielleicht sollten wir mal kurz, bevor wir hier in die Details gehen, was kann was und weshalb und so weiter und wie ist das ganz verknüpft, uns anschauen, was für APUs es gibt. Ja, finde ich gut. Also die Unterschiede, das ist ganz wichtig, weil sonst geht es manchen so, die stehen davor und denken sich, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Was nehme ich überhaupt? Lass uns anfangen mit dem klassischen Foto-Abo. Genau. Das Foto-Abo 11,89 Euro. Dank sozusagen der Mehrwertsteuerreform in Europa, dass wir jetzt auch die deutsche Mehrwertsteuer Geld machen können und nicht mehr die irische, haben wir da nicht mehr diese 12,01 Euro, sondern 11,89 Euro, 9,99 Euro plus Mehrwertsteuer. Da kannst du mal sehen. Ja. 9,99 Euro plus Mehrwertsteuer heißt natürlich auch, für diejenigen, die betrieblich damit arbeiten, die können das sofort steuerlich immer absetzen und zwar jeden Monat. Ich muss nicht die Software über 3 Jahre abschreiben. Stimmt, ja, weil es eine Miete ist im Endeffekt. Weil es eine Miete ist, ganz genau. Betriebskosten. Und ja, natürlich im Kern steht hier, jetzt muss ich mal schauen, stehen hier natürlich die Produkte und hier sehen wir 2 verschiedene Lightroom-Icons. Richtig. Das ist einmal das klassische Lightroom, Lightroom Classic, so wie wir es kennen, als auch das Lightroom, was wir vor 2 Jahren eingeführt haben. Richtig. Vor zwei Jahren. Lightroom. Wir müssen übrigens nicht mehr dauernd CC dahinter sagen. Na, was ein Glück. Ich fand das auch ein bisschen kompliziert, ganz ehrlich. Ja, das ist das, was wir im Mai-Update eingeführt haben. Die ganzen CC-Bezeichnungen, vergesst die einfach mal. Es gibt Lightroom und es gibt Lightroom Classic und es gibt Photoshop. Und wir sagen nicht mehr CC dahinter. Ich glaube, das ist klar, diese Produkte sind innerhalb unserer Creative Cloud-Angebote verfügbar. Ja. Und da brauchen wir nicht mehr CC dahinter zu sagen. Richtig. Gut, also aktuelle Version von Lightroom in beiden Ausführungen, klassisch als auch die Cloud-basierte Variante und Photoshop ist im Foto-Abo. Was ist noch drin? Ja. Storage. Richtig. Ich muss ja meine Sachen irgendwo laden. Wenn wir schon von unterwegs bearbeiten, entwickeln, reden, wo bleibt das Zeug? Ja. Bei Storage muss man dazu sagen, das wird natürlich von Lightroom und Lightroom Classic unterschiedlich gehandhabt. Richtig. Ja, vom Prinzip her ist es so, wenn ich den Real Deal, also jederzeit von überall hoch und runter meine vollaufgelösten Daten haben will, dann ist mit Lightroom sicherlich die bessere Variante zu arbeiten. Wenn ich jetzt im Endeffekt nur mit, nennen wir es einfach mal, Proxy-Dateien arbeite, also wenn es mir nur um die Korrekturen geht, die dann zurückgespiegelt werden auf meinen Desktop, dann ist Lightroom Classic sicherlich die gute Variante. Also wenn es mir nur um das mobile Editieren geht, also nicht jetzt vollumfänglich Zugriff auf meine hochaufgelösten Daten von überall her, dann ist Lightroom Classic sicherlich die beste Variante. Und, wie wir heute sehen werden, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich meine Sachen selber ausdrucken will, dann wird auch ein spannender Teil dazu, dann ist Lightroom Classic auch die richtige Variante. Das ist praktisch, darum heißt es auch Classic, für klassische Workflows. Okay, das heißt zusammengefasst, Lightroom Classic, hier das mittlere Symbol, ist das, was auf meinem Rechner läuft und ich kann Daten in die Cloud spielen, aber dann nur in abgespeckter Form, nämlich die Bilder werden als RAW runtergerechnet, als DNG-Proxy, wie du gerade gesagt hast. Genau. Das sind immer noch RAW-Dateien, wenn ich RAW-Dateien eingestellt habe, sind aber mit einer Kantenlänge von 2880 Pixel. Genau. Versehen. Ja, das reicht, um rein zu zoomen, um Korrekturen zu machen, aber ich muss die Daten eben nicht dabei haben, um sie irgendwo anders jemanden abzuspeichern, sonst irgendwo hinzugeben. Gut. Auf der anderen Seite kann ich mit Lightroom in der Cloud-Variante arbeiten. Das ist nicht dafür gedacht, offline komplett zu arbeiten. Es ist nicht dafür gedacht, die Bilder alle auf meiner Festplatte oder auf meinem Speichersystem zu Hause zu haben, sondern die echten Bilder in der Cloud haben. Truth in the Cloud ist, glaube ich, sozusagen da das Stichwort. Ja, es ist auch wie so ein Hub zu sehen. Also du hast dein Repository, Anglizismen, also dein Hort des Wissens, also deine Feindaten, hast du überall dabei, weil die wohnen in der Cloud. Und du hast im Endeffekt einen unterschiedliche Touchpoints, also von der mobilen Version tatsächlich, also auf dem Tablet oder auf einem Smartphone Zugriff drauf, kannst eben Korrekturen machen, Dinge damit tun, als auch von der Desktop-Variante von Lightroom. Ja, jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, Lightroom Classic und so weiter, warum habt ihr das nicht in ein Ding gepackt? Also muss man natürlich den Einstieg unseres Talks nochmal nehmen. Lightroom Classic, 11 Jahre alt, in Lua programmiert, sicherlich nicht für die Cloud damals gedacht gewesen und ausgerichtet genau gewesen. Genau so ist es, ja, richtig, genau. Das heißt, es gibt zwar die Möglichkeit, in Lightroom Classic zu starten, Sachen in mobile Sammlungen zu packen und dann nachher die Bilder über Lightroom in Vollauflösung hochzuspielen. Mhm. Das erkennt auch das System automatisch und tauscht es dann aus. Aber eigentlich sollte man sich für ein Entweder-Oder entscheiden. Also entweder spiele ich hier mit in die Cloud oder hier mit in die Cloud. Das ist der Praxistipp. Ich meine, natürlich kannst du das auch machen, aber ich denke mal, man verliert wahrscheinlich ein bisschen den Überblick. Ja. Also, Meine Herangehensweise ist es so,
dass ich gerade große Bildermengen von Veranstaltungen oder von irgendwelchen Shootings, die ich gemacht habe, zunächst einmal in Lightroom Classic durchsortiere, welche Bilder können weg, welche können nicht weg. Dann speichere ich die Bilder eh als DNG und dann importiere ich sie in Lightroom in die Cloud. Genau. Und da reichen natürlich 20 Gigabyte ganz schnell nicht mehr aus. Deshalb gibt es eine große Variante von dem Foto-Abo. Und neben diesem Foto-Abo mit 20 Gigabyte haben wir noch ein Foto-Abo mit 1 Terabyte. Wenn es dann ein bisschen mehr sein muss in der Cloud. Wenn es ein bisschen mehr sein darf. Genau, darf, stimmt, nicht muss. Genau. Gut. Genau das gleiche Paket, Zugriff auf alle Services, die wir später nochmal vorstellen. Genau. Unterschied ist eigentlich nur der Storage und der Preis. Exakt. Wo wir die 9,99 € plus Mehrwertsteuer haben, haben wir hier die 19,99 € plus Mehrwertsteuer. Der Trick dabei ist, auf die 1 Terabyte kann man eigentlich legen, was man möchte, weil es zusätzlich geteilt wird aus Foto-Storage und Adobe Creative Cloud Storage. Richtig. Das heißt, ich kann auch meine PowerPoint-Präsentation exakt so darauf ist es. Du haben. Hast einfach einen Storage, den du halt eben von Lightroom aus, egal welche Variante jetzt nutzen kannst. Und du kannst natürlich auch andere Sachen reinlegen, um es für andere Leute freizugeben, was auch immer. Also das ist dann schon eher so, kann man sagen, entweder ich brauche voll die Terabyte für all meine Bilder oder ich nutze es zusätzlich eben, sagen wir mal, für die ganzen Business-Sachen, die man außenrum so hat. Ne? Reicht dir ein Terabyte? Naja, kommt drauf an, also, wie viel man hochlädt. Okay. Ja? Kann man natürlich erweitern. Richtig. Es gibt Pakete, glaube ich, für 2 Gigabyte, für 5 und für 10 Gigabyte. Man kann es erweitern, genau. Terabyte. Mhm. Das wäre tatsächlich mehr, als ich bis jetzt an Fotos gemacht habe. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss da auch schauen, was möchte man in der Cloud haben und allzeit zugänglich haben. Und was lasse ich vielleicht dann doch noch irgendwie auf einer externen Platte zu Hause? Richtig, ich meine, das von überall Zugriff drauf hat halt seinen Preis letzten Endes, muss man sagen. Ne? Und ich meine, was sind das, 20.000 RAW-Dateien oder was, je nachdem von der Auflösung her? Also da kriegt man schon eine Menge rein bei einem Terabyte. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben auch was für Leute, die sagen, Mensch, mit Photoshop habe ich nichts am Hut, mit Lightroom Classic will ich auch gar nicht erst anfangen. Ich möchte jetzt starten und zwar egal von welchem Gerät und möchte alles in der Cloud haben. Und für die haben wir das Lightroom-Abo. Die Starter oder Basic, ne, Basic kann man nicht sagen, aber eigentlich nur noch für Leute, die jetzt diese klassischen Workflows nicht brauchen, sondern die eben sagen, okay, ich fotografiere, also und ich entwickle die Bilder und ich möchte von überall Zugriff drauf haben und möchte verschiedene, ich sage dazu mal Gateways oder Touchpoints, also ein Mobiltelefon oder ein Desktop, die Desktop-App nutzen, weil es im Endeffekt Jacke wie Hose ist, weil die Bilder eben de facto in der Cloud liegen. Und auch für die ist das richtig. Dann lass uns nochmal aufs größere Bild hier schauen. Ja. Achso, das ist noch unser Creative Cloud All-In-Abo, ja, unser Komplett-Abo. Da habe ich 100 Gigabyte dabei. Da habe ich ja auch alle Produkte dabei. Richtig, genau. Also das ist dann noch eine Erweiterung. Wenn man jetzt mehr macht, egal, alle wilden kreativen Sachen, auch Motion Design, traditionelles Design eben oder auch Fotografie, dann ist das natürlich eine super Sache, weil man dann Access All Areas hat. Ja. Das Weitere ist, Mobiltelefon hatte ich schon genannt. Tablet ist, glaube ich, auch klar, dass ich auch mit dem Tablet arbeiten kann. Das hier wissen meistens die Leute nicht. Stimmt, ich habe auch eine App, eine Lightroom-App auf dem Apple TV und kann mir dann entsprechend auf dem Fernseher auch in 4K meine Bilder anschauen. Richtig, ja. Also das funktioniert nur mit den Generationen, wo ich natürlich Apps installieren kann. Ich glaube, das war die 3. Generation oder 4. Generation. Keine Ahnung, diese dicke Generation von Apple TV. Genau, nicht die dünne. Da kann ich auch die Sachen draufstehen. Ich habe aber noch einen wichtigen Punkt. Und den muss ich ansprechen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal irgendwie raus wollt aus dem Abo. Ihr habt genügend Möglichkeiten, auch die Sachen wieder rauszukriegen. Mhm. Aber letzten Endes, ich muss sagen, mir macht es inzwischen so viel Spaß, von verschiedensten Geräten zu arbeiten und ein neues Notebook bekommen. Ich muss nicht die Sachen rüberkopieren und schauen, wo mein Lightroom-Katalog ist und dann backuppen und sonst irgendwie. Man gewöhnt sich wirklich sehr schnell daran, dass du von überall dran kommst. Und das ist, finde ich, schon Luxus, weil du musst dann nicht immer dein Gerät mit dir rumtragen oder deine Festplatten, sondern du ziehst irgendwas raus, dir fällt was ein, du möchtest den oder diesen oder jenen Look machen. Das ist schon, finde ich, ziemlich, ziemlich, ja, schön.